Playback ab! Was Hollywood kann, können wir auch, wenn wir nur die Technik dazu haben. Zwei jüdische Filmproduzenten wollen nach dem Zweiten Weltkrieg den deutschen Film wieder aufbauen. Sie setzen damit einen Meilenstein für die Filmindustrie in Nachkriegsdeutschland. Mögt diese Halle Ruhm und Ehre bringen der Hansastadt Hamburg und die Zukunft des deutschen Films. Abteilung! Halt! Sind Sie die einzige Wache hier? Jawohl, Mann, aber... Widersprechen Sie nicht! Antworten Sie meine Fragen! Kann man noch netter sagen. Hamburg als Filmstadt. So die Vision von Gyula Trebitsch und Walter Koppel. Nach den Propagandafilmen der Nazis wollen sie das wahre Leben zeigen, aber auch unterhalten. Ist das nicht großartig? Toi, toi, toi. Wesentlich und wichtig ist, dass eben die Schauspieler in die Öffentlichkeit präsentiert werden, weil das Publikum schaltet ein oder geht in Kino, nicht wegen den Produzenten, sondern wegen die Schauspieler. Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Folgen des Krieges sind in der Hansestadt nicht zu übersehen. 45 Millionen Kubikmeter Schutt türmen sich auf. Es herrscht Notstand an allen Ecken und Enden. Doch am Ufer der Bille, einem Nebenfluss der Elbe, produziert eine Gruppe junger Menschen einen Film. Die SchauspielerInnen sind nahezu unbekannt. Drehort ist ein alter Kahn. Die Produzenten des Filmes heißen Gyula Trebitsch und Walter Koppel. Sie haben sich kennengelernt 1946 bei einer Veranstaltung für die politisch Verfolgten des NS-Regimes. Und beide sind jüdischer Herkunft und hatten auch eine Vergangenheit im KZ. Und wie das dann in vielen Fällen nach dem Kriege war, haben sich dann hier in Hamburg zusammengefunden und dieses Große der deutschen Filmproduktion eigentlich wieder entstehen lassen. Walter Koppel leitet vor dem Dritten Reich ein Warenhaus in Hamburg. Gyula Trebitsch ist bei der ungarischen Produktionsfirma Ufa angestellt. Mit nur 23 Jahren produziert er seinen ersten Film. 1942 wird Koppel wegen Rassenschande und Hochverrat verhaftet. Aus Angst vor Deportation täuscht er Krankheiten vor, überlebt den Holocaust in einem jüdischen Krankenhaus. Trebitsch wird 1944 ins KZ Sachsenhausen deportiert, später nach Barth und Wöbelin verlegt. Nach der Befreiung bleiben beide Männer in Deutschland. Ihr erster Film handelt von zwei Kriegsheimkehrern, die ein Mädchen vor dem Selbstmord bewahren. Arche Nora heißt dieser typische Trümmerfilm. Einfach gestrickt, unterhaltsam und sehr real. Na, Wasser geschluckt. Was kommt davon? Vernünftiger Mensch fällt doch nicht ins Wasser. Mit allen Sachen an. Beide Männer sind natürlich in die Frau verliebt. Es gibt dann aber einen Twist in dem Sinne, dass sich herausstellt, dass sie nicht nur verheiratet ist, sondern auch ein Kind erwartet. Aber im Endeffekt ist es dann ein Happy End, dass die jungen Menschen zum Schluss dann in ein sehr positives neues Leben starten. Bei den Dreharbeiten ist Improvisation gefragt. So kurz nach der Kapitulation Deutschlands kämpft die gesamte Filmcrew mit katastrophalen Produktionsbedingungen. Die Requisiten für den Film, die wurden auf dem Schwarzmarkt gesucht. Und es gab eine Lotterie auf dem Dom. Und wenn ich mich recht erinnere, waren es 68 Lose, die man kaufen musste, bis man dann diesen Hauptgewinn des Kaffeeservices gewonnen hat. Und ja, so kam man an seine Requisiten. Eine andere Improvisation war eben gefragt, als in einer Szene ein Huhn mitspielen sollte. Und da hat man sich schnell flugs eins ausgeborgt. Ist doch gar nicht unser Huhn. Nur derjenige, der es ausgeborgt hat, sagte dann, die Eier, die das Huhn in der Zwischenzeit, also während des Drehs liegt, die seien nun sein Eigentum. Und das ist wirklich, es ist klassisch natürlich. Die Not war da und jeder musste irgendwie über die Runden kommen. Und da waren ein paar Eier schon fast Gold wert. Ein Ei. Ein halbes Jahr später kommt Arche Nora ins Kino.
Die Uraufführung findet am 6. Februar 1948 im Hamburger Waterloo-Theater statt. Die Vorstellungen sind ausverkauft. Vielleicht war er deswegen so erfolgreich, weil er hier im zentralsten Kino Hamburgs, nämlich dem Waterloo, gezeigt wurde. Aber man muss sagen, die Leute waren froh, wenn wieder überhaupt etwas über die Leinwand flimmerte. Und vor allen Dingen, sie kamen aus kalten Wohnungen teilweise, sie hatten keine Kohlen zum Heizen. Im Kino gab es ein paar Kohlen, da wurde ein bisschen geheizt, da hatte man einen Ort, wo man sich aufwärmen konnte auf gut Deutsch. Da spielte vielleicht der Film gar nicht so die zentrale Rolle. Im selben Jahr mieten sich Koppel und Trebitsch in eine Villa im Hamburger Stadtteil Tonndorf ein. Haus und Garten bauen sie zu einem Studiogelände um. In Hamburg nahm Bürgermeister Brauer am Richtfest der neuen Atelierhalle der Realfilmproduktion teil. Dem neuen deutschen Filmschaffen wird damit ein Auftrieb gegeben, der die junge Nachkriegsproduktion der ausländischen Konkurrenz nachdrücklich entgegenstellt. Mögt diese Halle Ruhm und Ehre bringen der Hansastadt Hamburg und dem Realfilm in ihrem Ringen um die Zukunft des deutschen Films. Ich denke tatsächlich, dass der Realfilm in dem Sinne dann den Vorteil hatte, dass sie nicht schon auf eine Jahre- oder jahrzehntelange Geschichte zurückblicken konnte, aber eben auch musste, sondern ja eigentlich mit einer Art frischem Start in diese neue Zeit der späten 40er und 50er Jahre aufbrechen konnte. Ihr Start-up wagen Trebitsch und Koppel nicht im Herzen Hamburgs, etwa an der Alster, sondern im Stadtteil Tonndorf. Die aus ganz Deutschland angereisten Schauspielerinnen und Schauspieler müssen weit in den Osten fahren, um in die Ateliers zu kommen. Tonndorf ist deswegen die Zentrale, so wird die Geschichte erzählt, weil es dort eine funktionierende Eisenbahnlinie gab und weil es damals alle Filme sehr, sehr viele Komparsen brauchten und man über die Eisenbahnlinie viele Komparsen dorthin bringen konnte. Grundsätzlich ist die Entfernung des Studios heute vergleichbar, wie das Cinecittà in Rom ist oder wie es auch Hollywood zur Innenstadt von L.A. war oder wie es Babelsberg von Berlin Stadtmitte ist. Also das liegt heute eigentlich relativ zentral. Und damals war es wichtig, eben die Eisenbahnlinie. Es folgen Produktionen wie am Fließband, oft auch parallel. Dabei taugen die Lebensgeschichten von Walter Koppel und Gyula Trebitsch für gleich mehrere Blockbuster. Themen wie Krieg, Flucht und Wiederaufbau finden sich in ihren Filmen wieder. Aber auch Liebesgeschichten. Mit ihren eigenen Produktionen und dem Atelierkomplex, den die Unternehmer auch vermieten, ist die Realfilm im Gründungsjahr der Bundesrepublik die größte Filmfabrik im Land. Und der Traum war eigentlich, eine richtige Filmproduktionsstätte zu machen. Also mit einem richtigen Studiosystem. Also wo man nicht mal einen Film dreht und dafür sich Leute engagiert, dass die Schauspieler das Team zusammenholen und danach gehen alle wieder nach Hause, sondern eine richtige Filmproduktionsstätte, wo eigentlich ständig gedreht wird und wo sich auch sozusagen ein Stil entwickelt. Lüneburg. In einer ehemaligen Fabrikhalle werden ab 7 Uhr morgens erste Vorbereitungen für den Drehtag getroffen. Ich hasse Föhn. Und ich find's gut. Seit 2006 ist die Halle das Zuhause der Roten Rosen. Guten Morgen an alle. Einen wunderschönen dritten Tag im Krankenzimmer. Die Szene wird für die Folge 3563 gedreht. Bitte, Leo. Leo, du musst kämpfen, hörst du mich? Du darfst nicht aufgeben. Hörst du, Leo? Danke. Das ist wirklich hart, weil du musst dich die ganze Zeit konzentrieren. Und desto mehr du dich konzentrierst, dann schläfst du ein. Weil du hast die ganze Zeit die Augen zu. Du bist so. Und das, wenn du runterfährst und wirklich dabei bist, aber. Weil ich gehe ins Bett zum Schlafen, ne? Eigentlich. Im Durchschnitt entsteht pro Tag eine Folge. Wir haben für so eine Szene 30 Minuten heute, glaube ich, disponiert. Ja. Jetzt hängen wir 12 Minuten. Aber es gibt im Laufe des Tages Bilder, wo man das halbwegs vielleicht wieder einholen kann, wenn wir Glück haben. Also im Grunde ist das der Traum von Trebitsch in klein. Wir haben hier letztendlich alles am Standort in Lüneburg. Also wenn man mich immer fragt, was wird hier eigentlich alles gemacht, ist es einfacher zu sagen,
Es gibt nur zwei Komponenten, die hier nicht hergestellt werden. Das ist die Musik und die Dialogbücher. Alles andere passiert wirklich hier am Standort in Lüneburg in der Lenintalstraße 1. Die Kostüme, die Maske, die Ausstattung, die Endfertigung. Also wir sind quasi wirklich autark. Zwischen 1951 und 1953 ruht die Produktion, da es keine Bürgschaften des Bundes mehr gibt. Der Vorwurf, Walter Koppel stünde der KPD und dem DDR-Regime nahe. Die Stadt Hamburg interveniert und es gelingt, die Bürgschaften wieder zu erhalten und die Firma vor dem Aus zu retten. Es wird wieder produziert. In Tonndorf begeistert unter anderem Regisseur Helmut Keutner die Menschen. Keutner ist so eine Art Stammregisseur auf dem Gelände. Moin, Herr Keutner! Ihre Post ist im Atelier. Herr Keutner. Wie finde ich denn das? Was wollt ihr denn schon am frühen Morgen? Wir möchten gerne mal ins Atelier und zusehen, wenn Sie drehen. Na, dann fahr den Schlitten mal rein. So, zusehen wollt ihr. Keutner dreht hier den Schwarz-Weiß-Film Des Teufels General. Er basiert auf dem Drama von Karl Zuckmeier. Die Hauptrolle spielt Kurt Jürgens. In den späten 50er Jahren zählt Jürgens zu den wenigen deutschsprachigen Stars mit weltweitem Ruhm. Er spielt in rund 140 Filmen. Mit Des Teufels General gelingt ihm der Sprung nach Hollywood. Jürgens ist kein unbeschriebenes Blatt. In der NS-Zeit wirkte er als der neue deutsche Blonde in 16 Filmen mit. Auch Hans Albers und Zara Leander gehören zu den Uferstars der Nazizeit. Zara Leander wird von Trebitsch und Koppel dennoch engagiert. Zum ersten Mal nach dem Kriege steht Zara Leander wieder in einem deutschen Atelier vor der Kamera. Gabriela ist der Titel des Films. Regisseur ist Gesa von Schiffra. 36 Anton, das sechste Mal. Die einst glühende Verehrerin von Goebbels und Co. zieht nach wie vor die Menschen ins Kino. Trebitsch und Koppel sind pragmatisch denkende Geschäftsleute. Stars garantieren wirtschaftlichen Erfolg. Auch Heinz Rühmann bekommt die Chance für einen Neustart nach dem Krieg. Playback ab! Was Hollywood kann, können wir auch, wenn wir nur die Technik dazu haben. In einem Hamburger Filmstudio wurde zum ersten Mal eine große Kameraschaukel ausprobiert, mit der man in Revue und anderen Filmen, wie die Fachleute sagen, lange Fahrten über ganze Szenenkomplexe machen kann. Einen neuen Hut, das ist die wahre Liebe, weil er das nämlich sonst nicht tut. Wenn du willst, wenn du kannst, wenn du möchtest, geh ich tanzen und bummeln mit dir. Die Revue-Film-Ära bricht an. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt den Aufwand der Produktionen in den Filmstudios. Die Ateliers wachsen, die Studios wachsen. Es gab ein Beispiel, dass innerhalb von einer Woche in drei Hamburger Kinos je ein neuer Realfilm in Premiere gegangen ist. Das ist schon doch sehr beeindruckend, wenn man sich das so wirklich überlegt. Die Jugend jagt nach Autogrammen. Man tauscht und sammelt Filmpostkarten, wie man es sonst nur mit Briefmarken tat. Auch das gesellschaftliche Leben wird immer mehr vom Film bestimmt. Die Stars der Leinwand stehen im Mittelpunkt der Welle und sind ein Inbegriff an Prominenz. Der Durchbruch gelingt mit dem Hauptmann von Köpenick, mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auf eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann die Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann die Menschenordnung. Abteilung! Innerhalb von nur 5 Monaten sehen 10 Millionen Zuschauer den Film. Sind Sie die einzige Wache hier? Jawohl, Herr Hauptmann, aber... Widersprechen Sie nicht. Beantworten Sie meine Fragen. Hier noch mein Kommando, verstanden? Befehl, Herr Hauptmann. Der Hauptmann von Köpenick hat sicherlich sehr dazu beigetragen, dass der deutsche Film oder das deutsche Kino doch auch wieder international Anerkennung fand. Das Größte sicherlich die Oscar-Nominierung für den besten ausländischen oder fremdsprachigen Film. Gyula Trebitsch reist 1957 zur Preisverleihung nach Hollywood. Den erhofften Oscar gibt es nicht. In Kalifornien sieht Trebitsch viele Fernsehantennen auf den Dächern der Stadt. Ihm ist klar,
das ist auch eine Entwicklung, die wird sich in Deutschland auch abspielen, mit Zeitverzögerung natürlich, und hat dann auf dieses Pferd auch gesetzt in Zukunft, auf das Fernsehen. In Deutschland wächst der Wohlstand. In den Jahren des Wirtschaftswunders erhält der Fernseher einen Platz in den Wohnzimmern der Menschen. Der NWDR, der Vorläufer des NDR, startet am 25.12.1952 den täglichen Programmbetrieb. Wir, meine verehrten Zuschauer, das ist die Fernsehabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben uns seit Monaten darauf vorbereitet, Sie ab heute mit einem täglichen Fernsehprogramm zu erfreuen. Mit steigender Zahl der Fernseher sinkt die Zahl der Kinobesucher. Anfang der 1960er Jahre gehen nur noch halb so viele Menschen in die Kinos wie nur 10 Jahre zuvor. Trebitsch will nun Fernsehformate produzieren. Sein Kompagnon Koppel sah das nicht so. Der dachte also, das Fernsehen, das sei kein Fortschritt, sondern eine Belästigung, sagte er immer gerne. Und hat beschlossen, wir geben keinen Meterfilm an das Fernsehen raus. Eine langjährige Geschäftsbeziehung steht auf dem Prüfstand. 1961 trennen sich Koppel und Trebitsch nach 16 Jahren Zusammenarbeit. Wir haben beide eine großartige Partnerschaft gehabt. Die Ergebnisse sind dafür der Beweis. Aber wir haben uns in dieser Frage nicht verstanden. Und deshalb haben wir beschlossen, friedlich, wie man das sagen würde, zu einer Trennung kommen. Während Koppel die Realfilm GmbH übernimmt und anspruchsvolle Kinofilme produzieren will, bekommt Trebitsch die Ateliersgesellschaft in Hamburg-Tonndorf. Gemeinsam mit dem NDR und der Werbetochter NWF überführt Trebitsch alle Gewerke im Tonndorfer Studio in eine neue Betriebsgesellschaft. Das erste gemeinsame TV-Projekt ist die Sendung der Lysistrata. Für die Hauptrolle will Trebitsch die Schauspielerin Romy Schneider gewinnen. Der Vertrag wird in einem Hamburger Hotel ausgehandelt. Ich wollte auf sie hergehen. Und dann haben wir in der Hotelhalle den Ober gebeten, dass er uns ein Papier gibt, so ein für ihr Rechnungsformular. Und das hat er uns gegeben. Da steht, Romy Schneider wurde von der Gemeinschaftsproduktion NWDR und Gyula Trebitsch für das Fernsehspiel von Fritz Kortner die Sendung der Lysistrata verpflichtet. Fritz Kortner, Romy Schneider und mein Unterschrift. Toi, toi, toi. Die Sendung der Lysistrata ist das TV-Debüt von Romy Schneider und löst den ersten Fernsehskandal in Deutschland aus. Wie froh ich bin, dich nahen zu sehen. Bezaubernd siehst du aus. Das Fernsehen schmeichelt nicht. Hör mir lieber zu. Romy Schneider wollte dringend ihr Image verändern, weg von dem Sissy, von diesem Kitsch-Image. Und hat eben, bevor sie sich dann nach Frankreich begeben hat, und da hat sie auch tolle Filme dann später gemacht, hat sie eben Stoffe gesucht, die etwas anders waren und die nicht dieses nette, hübsche Mädchen-Image, das wollte sie ablegen. Einige ARD-Anstalten wollen die Sendung nicht ausstrahlen, wegen sittlicher Anstößigkeit und ein paar Anzüglichkeiten in den Dialogen. Wie kräftig und gesund dein Aussehen ist. So voll und üppig. Und doch von schönem eben war's. Der NDR lässt sich nicht abschrecken und nimmt den Film trotzdem ins Programm. In den 1960er und 70er Jahren können sich die Deutschen am Fernsehen nicht satt sehen. In den Ateliers werden nun auch TV-Shows aufgezeichnet. 1971 hat Trebitsch allen Grund zu feiern. In seinen Studios tritt Peter Alexander auf. Zur Ausstrahlung seiner Show schalten 77% aller FernsehzuschauerInnen ein. Straßenfeger mit Traumquoten, die heutzutage undenkbar sind. Hier ist Ihr Gastgeber, Johannes B. Kerner. Bei der Menge von Sendern und Streamingdiensten sind Quoten heute anders verteilt. Ein bisschen hat das damit zu tun, dass sich im Laufe der Zeit ja auch die Anzahl der Kunden und die Größe der Tortenstücke verändert hat. Aber natürlich waren das großartige Entertainer damals. In den 1960er Jahren avanciert Hamburg, Deutschlands Tor zur Welt, zur Hauptstadt der aufgeklärten Verbrechen.
Krimis nach US-amerikanischem und britischem Vorbild versprechen den Zuschauenden die meiste Spannung im Vorabendprogramm. In der Hansestadt entsteht auch der erste Jerry Cotton-Film mit US-Schauspieler George Schneider. Es gibt die Legende, dass Trebitsch beim Zahnarzt gesessen hätte und da hätten ein paar Jerry Cotton-Hefte herumgelegen. Und da hätte er ein Heft sich eben sozusagen gegriffen und hat dann gesagt, okay, könnte man ja auch verfilmen. Dann wurde ganz schnell Studio Hamburg zur FBI-Schule umgebaut, jedenfalls das Haupttor. Da wurde das Studio Hamburg-Schild abmontiert und das Schild FBI-Akademie angeschraubt. Und dann kam aus Hollywood, haben sie sich einen Jungschauspieler gesucht, George Schneider, also wirklich ein Amerikaner, der aber noch nicht so furchtbar bekannt war. Also einen ganz großen Star wie Rock Hudson hätte man sich nicht leisten können. Aber eben George Schneider, der kam hier nach Deutschland und hat dann die Hauptrolle des FBI-Agenten Jerry Cotton in dem ersten Film Schuss aus dem Geigenkasten übernommen. Ab 1965 wird in Hamburg ein Fernseh-Dreiteiler gedreht. Die Gentlemen bitten zur Kasse. Eine Bande maskierter Männer raubt einen Postzug in London aus. Los, 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 keine Dummheiten! Lassen Sie das! Ich warne Sie zum letzten Mal! Der Überfall endet in einem Desaster. Einige Szenen werden auch in Großbritannien gedreht. Aus Mangel an Genehmigungen meistens mit versteckter Kamera. ...1970 folgt dann der erste deutsche Kultkrimi. Der Tatort geht auf Sendung. Herr Landsmeier, Motor abstellen. Motorhaube öffnen, Kofferraum öffnen, Sitzbank annehmen. Machen Sie mal den Kofferraum. Ein halbes Jahrhundert später. Mittlerweile wurden über 1200 Tatortfolgen ausgestrahlt. Darunter 38 Folgen mit Kriminalhauptkommissar Borowski. 1980 kommt es in Tonndorf zu einer großen Zäsur. Am 29. Februar verlässt der damals 65-jährige Trebitsch aus Altersgründen das Studio Hamburg. Ein Mann, der die Filmindustrie im Nachkriegsdeutschland prägte. Ich glaube, es ist so, dass der Produzent, auch wenn er auf der Titelliste immer als Letzter kommt, von Anfang an dabei ist. Aber wesentlich und wichtig ist, dass eben die Schauspieler in erster Linie immer wieder in die Öffentlichkeit präsentiert werden, weil das Publikum schaltet ein oder geht in Kino, nicht wegen den Produzenten, sondern wegen den Schauspielern. Gyula Trebitsch hat mit den ganz Großen seiner Zeit zusammengearbeitet. Seine Freundschaft zu Heinz Rühmann hält ein Leben lang. Auch in den 1980er und 90er Jahren laufen die Kameras weiterhin. Unterschiedliche Projekte werden realisiert. Filme, Serien, TV-Shows. Klaus-Jürgen Wusso und Sascha Hehn drehen in Tonndorf die Innenaufnahmen der Schwarzwaldklinik. Meinen restlichen Urlaub kann ich auch nehmen. Sofort, wenn du nichts dagegen hast. Witta Pohl wird hier als Mutter Vera zum Star in Diese Drombusch. In den 90ern produziert das Privatfernsehen in den Ateliers. Schon seit 3 Monaten wird hier ununterbrochen die neue Serie Alpha Team produziert. Ein komplettes Krankenhaus im Atelier. Jan Fedder hat einen Auftritt. Die Bayern sagen, mir son mir. Und wir sind das Großstadtmobil. Die Serie läuft seit 1986. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Ede Reis aus. Jan Fedder spielt zunächst in Nebenrollen und tritt 1992 seinen Dienst als Polizeibeamter an. Moment, setz dich auf die Bank und warte. Du gehörst auch zu dem Kern an. Naja, wie man's nimmt. Mein Name ist Dirk Matthies. Ich soll hier ab heute Dienst machen. Entzückend, Baby.
Ja, und der entzückende Typ müsste Neidhardt Köhler sein. So hat man ihn mir beschrieben. Wer sind Sie? Ich bin Rolf Bogner. Ich bin so eine Art. Ja, jedenfalls bin ich hier der, der sagt, was gemacht wird, klar? Kann man auch netter sagen. Wei, wei. Sie sind wohl gewohnt, dass man immer das macht, was Sie wollen. Also, ich heiße Dirk Matthies. Aber sag Dirk zu mir. Ich kann die Sitzerei sowieso nicht haben. In der Villa in Tonndorf befindet sich heute ein Tonstudio. Peter Heinrich Brick synchronisiert Neues aus Büttenwerda auf Platt. Hier so die Pavillons, die Besucherparkplätze von A bis F. Typisch norddeutsch und mit einer Prise trockenem Humor spielen Peter Heinrich Bricks und Jan Fedder die Hauptrollen in der Serie. Ich habe damals, als wir erstmalig Büttenwerda drehten, natürlich nicht gedacht, dass das 24 Jahre und 98 Folgen dauern wird. Aber Jan, der hat das sehr früh geahnt. Und ich kann mich erinnern, in einem der ersten Filme, die wir gedreht haben, hat er gesagt, das Ding wird Gold. Und dafür hatte er eine Nase. Und die war auch an der Stelle richtig platziert und hat ihm die richtigen Informationen gegeben. Wir haben ja früher sonntags immer so eine Blechwanne auf dem Hof gestellt. Und dann kam da kaltes, frisches Wasser aus der Pumpe rein. Und dann hat Mulli mich da reingesetzt. Nackig? Diese Vertonung wird die letzte für Büttenwerda sein. Mit dem Tod von Jan Fedder 2019 sei Büttenwerda nicht mehr Büttenwerda, begründet Brix das Ende. Jetzt haben wir halt die letzten Folgen synchronisiert. Und ja, klar, auch da ist dann wieder ein Stück Geschichte zu Ende. Und aber es ist ja auch, es kann ja auch was Befreiendes haben, wenn man zu so einem Ergebnis kommt und so ein Ding abschließt und das Gefühl hat, das haben wir schon ganz gut hingekriegt über die Zeit. Von den späten 1940ern bis heute. Gyula Trebitsch und Walter Koppel haben die Hamburger Filmindustrie mit aufgebaut. Wo in der Nachkriegszeit noch Trümmerfilme produziert wurden, entstehen heute Serien, Shows, Kino und Fernsehfilme. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben. Ah. Und an Liebe bist du gar nicht interessiert? 0,0. Ist es eigentlich nicht cool, Torf, dass wir das erleben dürfen? Ja, es ist super. Wir beide mittendrin in der Kalahari. Und das Zentrum dieses Filmuniversums liegt im Hamburger Osten in Tonndorf. Gyula Trebitsch ist eine der wichtigsten Personen für das Film- und Fernsehschaffen Hamburgs. Wenn man sich schon alleine die Zeitspanne anschaut, ab den späten 40er Jahre bis jetzt, also das kann man wirklich nicht unterschätzen, seine Rolle, die er für die Stadt und den Medienstandort Hamburg gespielt hat. Aber erlauben Sie mir, bevor wir unsere Sendung zu Ende geht, doch sagen, dass all das, was hier produziert wurde und was aufgebaut wurde, war nur möglich, weil ich immer gute Kollegen haben, die mir wesentlich geholfen haben und die mit durch ihren persönlichen Einsatz in viele schwere Zeiten geholfen haben, hier dem Produktionszentrum Studio Hamburg. Die Villa gibt es noch heute. Sie trägt den Namen von Gyula Trebitsch.